Elysium Plus versus Zan. Hier haben wir einen Rang Anu gehabt, sind aktuell in der finalen Tour. Das ist auch die letzte Tour, die nach der Hauptstory verfügbar ist, tatsächlich. Und hier haben wir Fidum. Ah. Okay. Ich verstehe. Also von der Mannschaft, von Zan die Mannschaft, da kriegen wir auch noch Kampfgeister. Und von Gal kriegen wir auch noch Kampfgeister. Vielleicht kann ich mir hier schon mal merken, wer. Aber ich denke mal, ich muss oder so die ganze Mannschaft da holen, bis auf Sanak. Ja. Was machen wir jetzt? Wir nehmen erstmal wieder Dracul. Er macht erstmal Miximorph. Ja, ich denke mal, die sollten jetzt kein Problem sein, weil wir ja eigentlich schon Maximum gelevelt sind und schon viel stärker sind als wo wir gegen die zum ersten Mal angetreten sind. Dann denke ich mal, dass es hier ein Klack sein wird. Hoffe ich. Man kann sich immer täuschen, ne? Man kann sich immer täuschen hier. Kampfgeist. Ja, komm. Holen wir mal den raus. Na genau. Er hat nämlich den Hai. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe zwar den anderen Hai, aber den noch nicht. Deswegen weiß ich da schon mal, dass er den hat. Gehen direkt auf Blutsaugerbiss. Und mal schauen, was wir an Schaden raushauen. Ja, 1077. Das ist schon mal sehr gut. Es kommt sogar noch 1000er an. Der könnte das überbieten, wenn er möchte. Ne, tut aber nicht. Damals war ja 900 und 800 schon extrem krass. Wo ich noch auf den niedrigen Level war. Aber gut. In der Finaltour haben wir noch einen Strang, wo wir noch ein Ticket benötigen. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die normalen Stränge, den einen kleinen Strang, wo man halt den Goldschlüssel bekommt. Den habe ich bereits ja schon gemacht. Und den Strang habe ich hier auch ebenfalls gemacht, wo San und so weiter und so fort schon vorkam. Ich glaube, das war der normale. Ich kann mich auch irren. Nee, das müsste der normale sein. Der andere braucht nämlich noch ein Ticket. Finalticket 1. Und genau, und das andere Finalticket 2, da werden wir noch, ja, das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Machen jetzt erstmal hier den linken Strang weiter. Da sind noch drei Mannschaften übrig, die mir noch fehlen. Auf S-Rang natürlich, dann können wir die Truhen öffnen und dann machen wir den Rest der Tour und dann gehen wir zu der ersten Tour, die man quasi, wenn man den Verlauf der Story oder After-Story weitermacht, man muss ja gegen die Innesuma Legenden antreten, dann gegen die Destructors und dann gegen Wolfsfänge oder Nosferatu. Oder Nosfantatica oder wie die heißen. Ja, und danach gegen Kinder der Nacht. Und dann gehe ich auch so nach der Reihenfolge. Die Reihenfolge unten ist, habe ich sogar gesehen, ist gar nicht mal so schlecht. Die könnt ihr auch so abklappern, die ganze Tour. Wie sie sind, von der Stärke her, passt eigentlich ganz gut. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Aber habe ich gemerkt, wo ich jetzt eigentlich in der Klassiker-Tour war. Da habe ich halt gemerkt, dass ja diese Tour hier eigentlich leveltechnisch natürlich komplett schwächer erscheint als die Klassiker-Tour. 1400 glatt.
Schade, dass das nicht ankommt. Ja. Wenn ihr die Fußballtouren gerne machen möchtet, könnt gerne in die Beschreibung, könnt es ja euch rauskopieren, im Textdokument speichern und ja, dann könnt ihr mal drauf gucken, wo was ist. Ja, das ist ja alles möglich. Und dann könnt ihr euch dann von oben nach unten abarbeiten. Oder macht erstmal, holt erstmal die Silber, also den Silberschlüssel und dann den Goldschlüssel. Und dann erstmal alle Truhen öffnen. Eigentlich wäre es auch gut, mal systematisch so vorgehen. Was würde ich, also was mache ich nach der Hauptstory? Wird euch sowas gefallen, wenn ich sagen würde, was ist meine Meinung wichtig, was man als erstes machen tut, beziehungsweise so mein Senf dazu gebe? Weil jeder hat, glaube ich, andere Ansichten, ne? Ich will ja nichts abstreiten. Aber so meine Sichtweise und meine Erfahrung und weiße Kuckuck. Wenn ihr sowas sehen wollt, was macht man nach der Hauptstory? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann werde ich mir mal was einfallen lassen. Was so sinnvoll ist. Genauso wie wie ich was level, etc. Ihr könnt mir ja gerne auch was, ne, könnt ihr reinschreiben, ob ihr sowas sehen wollt oder eher nicht. Oder, naja, wenn ihr nicht sehen wollt, dann halt, dann schreibt ihr halt wohl nichts. Sieht's ja auch danach aus. Wenn ihr was geschrieben habt, dann sehe ich das ja. Wenn man nichts schreibt, dann gehe ich davon aus, dass es keiner sehen will. Weil keiner bisher zugehört hat oder so. Keine Ahnung. Wir nehmen mal ihn, ne? Ihn hatten wir schon Ewigkeit nicht mehr. Vorne. Obwohl, Simeon hatten wir auch schon länger nicht mehr gehabt, ne? Ich glaube, ich nehme jetzt Simeon mal dran. Müssen wir gleich auch mal so das Team wieder mal umbauen. So, Duo-Katapult. Ja, gegen seine Orbit-Granate können wir gerade trotzdem nichts machen. Zack. Hier gehen wir weiter hin auf den Dschungelschwung. Das reicht trotzdem nicht aus. Aber jetzt kann er nichts mehr machen. Wegen seinem Dual Overdrive macht er sich schon alleine kaputt. Gehen auf Sturmball. Und es gemütlich den Ball jetzt. Wir können hier. Ich fand eigentlich, dass er läuft, aber aus irgendeinem Grund hat er das nicht getan. Naja. Systemabsturz. Zack. Dann können wir hier gemütlich mal in den S-Genom uns reinfinden. Dann gehen wir auf Stachapult. So. Zack. Dann holen wir uns mal den Kampfgeist. Und gehen auf Götterlich Bombe. Und was haben wir raus? Na, fast 1000. Mehr so Richtung 900 anstatt 1000. 911? Oh oh, rufen wir jetzt die Polizei in Amerika. Oh oh. 911. Oder war das 9? Nee, 911 war die Rufnummer.
Okay, 5 Tore sind auf jeden Fall schon mal da. Erstrang, wie gesagt, kein Problem gegen diese Mannschaft. Zumindest in den jetzigen Zustand nicht. Damals war es schon ein bisschen schwieriger. Und wir haben noch massig Zeit. Wir haben noch massig Zeit, deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt tun soll. Irgendwie Zeit schinden, damit derjenige abpfeift. Ja, komm, machen wir nochmal eine Kette hier. Feuerspirale plus 2x. Kann das sein, dass alle Feuertornados 2x haben? Oder alles, was so Feuerspirale, Feuertornade. Vermutlich schon, ne? Wir gehen jetzt mal in Rüstung rein. Machen Stachapult. So. Das ist kein Problem. Und dann schießen wir nochmal drauf mit Hexehammer. Komm. Ich denke mal, mit einem anderen Miximorph wird das vielleicht doch mehr Damage machen, tatsächlich. Wenn er dann auch so 400 Schusskraft hätte oder. Aber naja. So. Da ist gerade jemand gehupt. Das ist doch scheiße. Könnte mich nicht aufhalten. Wie viel Schusskraft hast du jetzt aktuell im Miximorph? Ja, guckt. Der hat einfach. Das ist. Ja, Schuss Ultra Plus ist zwar geil, aber. Wie man sieht, die Schusskraft. Die ist gerade mal unter 300. Das ist einfach nichts, weil dieses S-Gnom nicht gelevelt werden kann. Das ist ein Fix-Level. Ja, wie gesagt, wenn ich mit jemand anders gemixt im Morph wäre, dann würde er wahrscheinlich mehr rauskriegen. Und bei Rose wird es wahrscheinlich auch so sein. Sieht zwar geiler aus, die Form, aber trotzdem ist sie, finde ich, schwach. Weil alle anderen sind stärker, quasi. Da müsste ich, glaube ich, nochmal Schuss Ultra Plus oder Overdrive ihm beibringen, damit er vielleicht mithalten könnte. Trotz mit seiner knappen 300 Schusskraft. Eventuell. So, ich mach mal nichts. Ich lasse jetzt erstmal die Zeit ablaufen. Wir haben 6-0. Was will ich jetzt noch mehr, ne? Ich möchte einfach nur, dass das Spiel jetzt komplett vorbei ist. Aber wir haben noch eine ganze Halbzeit vor uns. Deswegen lass uns die erste Halbzeit mal beenden, wenn der Schiri abpfeift, danke. Und dann einfach auf Zeit schinden machen. Ja, das ist der einzige langweilige Teil daran. Man könnte jetzt natürlich so unheimlich viele Tore schießen. Aber mir reicht ja die 6-0 komplett aus für den Erstrang. Mehr will ich ja gar nicht. Oh, wir gehen einfach auf Dschungelschwung. Er kann nochmal Orbitgranate benutzen. Mist. Aber war knapp. So, Wirbelsprint. Eher Wundersprint. Zack. So, was machen wir jetzt? Uns am Däumchen lutschen hier, ey.
Kampfgeist. Dann nehmen wir mal eine Verteidigungskampfgeister hier. Damit wir da zumindest ein bisschen abgesichert sind. Können auf Doppelfalle gehen. Alles kein Problem. Können Langschüsse eigentlich ganz gut trainieren jetzt. Ne, ich mach mal nichts. Ja, schade, er macht irgendwas. Aber trotzdem reicht das nicht aus. Ja, machen einfach mal Ballistenbomber. Warum nicht, ne? Kette. Machen wir mal Vanitas Blitz. Zack. Und Drachendrift. Sehr nice. 500. Und er geht rein. Oh, er geht nicht rein. Nicht schlecht, er spricht. Kometen-Kombo. Kampfgeist. Gigante ist noch nicht draußen. Ja, dann holen wir lieber mal Gigante raus. Ah ja, Kraft des Südens. Genau, sie hat das. Ja, nimm den Ball bitte. So, 11. Minute, das läuft ganz gut. Sanak wird ausgewechselt, ist okay. Ja, macht eure Spezialtaktik, ist mir völlig egal. Auch der Donnerschlag. Kein Problem für uns. Wir halten dich trotzdem auf. Ah. Na super toll. Wieso blinkt der denn so lange? Los geht's! Stratostampfer! Yeah! Los geht's! Zack! Und der Langschuss! Ballistenbombe! 300. Es wird nichts geblockt. Gehen direkt auf Kettenschuss. Zack. Die nächsten zwei Ketten stehen auch schon bereit. Feuerspirale. Jetzt haben wir sogar eine Dreierkette nochmal. Vanitas Blitz. Zack, zack, zack. Oh, 700. Ist nicht schlecht. 661. Tut mir leid. Das reicht nicht aus. Ich denke mal, wir können mal auswechseln. Und mit dem nächsten Langschuss einfach mal weiterarbeiten. So schießen wir auch Tore. Und so leveln wir sogar auch ein paar Techniken. Also zumindest kriegen einen Punkt drauf für das nächste Level. Was haben wir denn hier noch so? Du hast kein Kette, du hast einen Langschuss. Du hast auch keine Kette, du hast eine Kette. Du hast eine Kette. Ja, vielleicht bringe ich ihm eine Kette bei.
Du hast auch nur Langschüsse, ne? Du hast noch eine Kette. Vielleicht können wir gerne mal einfach mal... einfach was zu essen geben. Warum denn nicht? So, wo haben wir denn? Gamma, wo bist du? Da bist du. So, jetzt ist sie wieder voll. Voll. Holen wir uns den Ball vielleicht. Nö, stimmt noch nicht. Aber hier machen wir Sonnenstrahler. Sonnenstrahler ist auch eine V-Reihe. Das wird auch echt hart. Und dann einfach mal abfeuern. Flugfisch-Finale. Let's go. Nächste Kette hier. Kommt da noch jemand ran? Ich glaube nicht, ne? Ne, die sind ein bisschen so weit entfernt. Nö, ich mach mal nichts. Schade, ich komme nicht dran vorbei. Okay. Teletausch? Fragezeichen. Yes. Ging, glaube ich, mal auf Miximorph bei ihr. Ja, wir haben noch Platz. Ja. Eigentlich wollte ich nichts machen. Gucken. Aphrodite? Rennt er noch rein oder ist es zu spät? Beziehungsweise ich zu früh? Ja, das ist schon zu spät. Aber da rennt noch einer rein. Sehr gut. Da hätten wir fast einen Vierer gehabt, ne? Eine Viererkette natürlich. Was denkt ihr denn hier? Und wie weit kommen wir? Da kommen wir noch Vanitas Blitz. Zack, zack, zack. Schwarze Säge. Ha! Wir haben trotzdem gewonnen. Gemeinsam sind wir stark. Jo, das macht doch mal eher Spaß hier aus. Wenn man so Langeweile hat, einfach nach hinten spielen und einfach... ja, Kettenschüsse. Das sind immerhin jeweils immer ein Punkt auf den Schuss. Das ist schon ziemlich nice. Und so geht auch die Zeit auch tatsächlich ein bisschen rum. Wir haben jetzt 26. Und trotzdem nehme ich schon wieder 24 Minuten auf. Oh Mann, einige Parts waren echt manchmal echt lange. So ist das. Die schalten wir mal auf. Sturmball. Let's go. Ja, diesmal lasse ich es einfach mal ablaufen jetzt. 4, 1. Und Shiri sollte jetzt danach abpfeifen. Nachdem wir Blütenzauber gemacht haben. Und damit haben wir den S-Rang auch hier geschafft. Yes. Okay, 8-0. War jetzt keine Überraschung.
muss ich dazu sagen. Was? Verloren? Wir? Natürlich ihr. Für unsere Zukunft. Ja. Kriegen wir da vielleicht noch irgendwas? Nö. Ja gut, dann auf zur nächsten Mannschaft.